Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers zur Trading-Wochenanalyse für die 8. Kalenderwoche und zwar für die Handelstage Montag, den 19.02. bis Freitag, den 23.02. Wir wollen hier zum einen auf die Fundamentaldaten schauen, die in der kommenden Woche rauskommen. Wir wollen dann einen Blick auf den DAX, auf den Dow, auf den S&P, Euro, US-Dollar, britischen Pfund, Gold und auf die Öle Brent und WTI werfen. Wie gewohnt unten dann auch in der Videobeschreibung hier bei YouTube dann aufgelistet die jeweiligen Märkte, dahinter die Minuten und Sekunden, wo dann die Analyse für diesen jeweiligen Markt startet. Also wenn ihr euch nicht das komplette Video anschauen wollt, sondern nur euch nur bestimmte Märkte interessieren, dann könnt ihr hier unten in der Videobeschreibung dann entsprechend auf diese Uhrzeiten, auf diese Minuten- und Sekundenangaben klicken und ihr landet im Video direkt an dieser Stelle, wo dann der jeweilige Markt behandelt wird. Zuerst vorab der Blick natürlich auf den Risikohinweis. Schaut hier drauf, lest euch den bitte durch, achtet darauf, dass ihr entsprechend Stops setzt, wenn ihr handelt, dass ihr eure Positionsgröße in eurem Konto anpasst. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann auf der Seite von jfdbrokers.com. Da sind noch diverse Dinge aufgelistet, die wichtig für den Handel sind. Ganz wichtig auch all das, was ich hier sage. Das ist meine Analyse, die ich am Wochenende dann hier immer mache, auch für mein eigenes Trading, fürs Daytrading primär und natürlich auch teilweise für Swing Trading, wo ich mir eben über das übergeordnete Bild für den jeweiligen Markt dann Gedanken mache. Wo sind so richtungsentscheidende Marken? Wo könnte der Markt reagieren? All das hier in den jeweiligen Analysen dann zu den Märkten. Also seht das bitte nicht als Empfehlung, sondern nur als Gedankenstütze. Das ist meine Analyse und das kann natürlich auch schief gehen. Das muss alles nicht funktionieren. Für mich ist dann wichtig, dass eben meine Stops entsprechend gesetzt sind, meine Positionsgröße entsprechend meinem Konto angepasst ist, dass ich ein sehr ausgefeiltes Risiko-Money-Management habe, ein sehr ausgefeiltes Trade-Management, was es mir dann erlaubt, eben meine Verluste klein zu halten und meine Gewinne zu maximieren. All das sind natürlich Punkte, die beim Trading auch eine Rolle spielen und nur rein die Analyse ist ja jetzt hier nicht das Erfolgsrezept, sondern im Prinzip nur ein kleines Puzzleteil zum kompletten Trading, wie man es denn vollzieht. Starten wir mit dem DAX. Ich schiebe mal diesen Risikohinweis hier erstmal wieder aus dem Bild raus und mache den hier klein. Schauen wir zuerst auf die Fundamentaldaten, die kommende Woche rauskommen. Wir hatten ja in der vergangenen Woche gerade am Mittwoch den Consumer Price Index aus den USA, die Märkte erstmal schon recht stark bewegt haben und zumindest auch die Volatilität bis zum gewissen Grad zurückgebracht haben. Wir hatten in der vorletzten Woche diese starke Abwärtsbewegung, hier dann auch zu sehen im DAX, Moment, wo ist meine Maus hier, zu sehen im DAX, dann am Dienstag in der vorletzten Woche wieder dieser doch recht starke Rücklauf, diese recht also Stärke, die da in den Markt zurückkam und dann generell relativ hohe Volatilität in der Woche drin. Hier dann diese rote Linie ist dann der Cut vorletzte Woche, vergangene Woche. Alles, was rechts von dieser roten Linie ist, ist die vergangene Woche. Und wir sehen, dass die Kerzen hier auf dem 4-Stunden-Chart verhältnismäßig zu den Kerzen hier davor sehr, sehr klein sind. Und wir hatten hier auch gerade im DAX am Montag eine relativ geringe Schwankung, gerade mal 180 Punkte. Ist zwar nicht wenig, aber im Vergleich zur Vorwoche war es doch recht wenig. Wir hatten dann am Dienstag noch eine geringere Schwankung, nur noch 130 Punkte. Mittwochvormittag dann, bevor der Consumer Price Index rauskam, nur noch eine Schwankung von ungefähr 70, 80 Punkten. Und dann kam mit dem Schlag um 14.30 Uhr mit den Zahlen, die dann rauskamen, doch recht starke Bewegung rein, hat den Markt dann hier, den DAX, erstmal kurzzeitig sehr, sehr schnell nach unten gedrückt, um dann danach im Laufe des Tages eben die Stärke zurückzufinden, um hier dann wieder zu steigen. Ähnliches Bild schauen wir auch gleich dann im Dow Jones. Im Euro kam ein bisschen stärkere Bewegung, im britischen Pfund auch, im S&P auch. Also hier die Volatilität für den Rest der Woche eigentlich dann erst ab diesem Konsumerpreisindex dann auch wieder da gewesen und gerade auch im Dow Jones, was wir uns dann anschauen, interessant. Somit in der folgenden Woche kommen hier, wir fangen mal mit dem Freitag an, kommt der Verbraucherpreisindex für die Eurozone raus. Eigentlich nicht so eine kriegsentscheidende Zahl oder beziehungsweise nicht so kriegsentscheidende Daten, die in der Vergangenheit den Markt jetzt nicht nennenswert bewegt haben. Aber da wir in der vergangenen Woche durch den Konsumerpreisindex starke Volatilität in die Märkte reinbekommen haben aus den USA, kann das natürlich hier um 11 Uhr, Freitag, 23. Februar um 11 Uhr, kann das natürlich hier dann auch die Märkte bewegen, somit diese Zahl auf jeden Fall merken, dass hier Bewegung reinkommen könnte, Freitag 11 Uhr.
Gehen wir mal zurück, dann schauen wir auf den Donnerstag. Da kommt um 13.30 Uhr, auch aus der Eurozone, kommt ein Statement von der EZB, wo es primär so ein bisschen zusammenfassend zum geldpolitischen System geht, zu den Märkten geht. Und hier ist es auch, da eben aktuell gerade das Zinsthema schon eine treibende Kraft ist hier an den Märkten, ja, dass ja eben die Angst oder die Chance vor steigenden Zinsen eben irgendwo hier im Markt kursiert und hier die Spekulation eben doch recht groß ist auf dieses Steigen der Zinsen und somit eben die Chance in den Aktienmärkten, in den Indizes oder auch in anderen Märkten vielleicht nicht mehr so groß ist. Somit hier wichtig, 13.30 Uhr am Donnerstag, den 22. Februar, auch hier und nicht nur 13.30 Uhr, sondern auch so ein bisschen danach schauen, da könnte so ein bisschen Bewegung in die Märkte reinkommen. Am Mittwoch, den 21. Februar, 20 Uhr, relativ spät für uns hier in Deutschland, aber trotzdem eben noch interessant, kommt dann das FOMC-Protokoll raus, wo es ebenso um die Zinsen geht. Da ist es eben auch so ein bisschen die Richtung, die hier von der Fed eingeschlagen wird, eben unterstrichen oder eben neue Gedanken, die da eben dem Markt mitgeteilt werden, den Marktteilnehmern mitgeteilt werden. Also am Mittwoch um 20 Uhr dann hier auch gegebenenfalls mit stärkeren Bewegungen zu rechnen. Und das war es dann auch. Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag schaut da eben in entsprechende Auflistungen, wo eben Wirtschaftszahlen drinstehen, auch gerne nochmal nach. Das sind so die drei Sachen, die für mich persönlich in der kommenden Woche interessant sind, wo ich drauf schaue und wo ich auf jeden Fall zu den Uhrzeiten dann entsprechend vorsichtiger bin. Okay, kommen wir zum DAX. Also in der vergangenen Woche, wie eben erwähnt, relativ geringe Schwankungen. Am Mittwoch dann alles ein bisschen größer geworden von der Schwankung. Wir hatten am Mittwoch dann auch gleich mal wieder 300 Punkte Tagesschwankung. Donnerstag und Freitag relativ verhalten. Und im Allgemeinen der Markt, wie angenommen, über bestimmten Marken schon leicht long tendierend. Aber ich hätte den Markt gerne etwas stärker gesehen in der vergangenen Woche. Ich hatte hier wenigstens so das Ziel, dass der Bereich um die Marke 12.600 bzw. 12.650 hier erreicht wird. Würde man jetzt den DAX neben den Dow Jones legen, das schauen wir auch gleich. Der Dow Jones ist verhältnismäßig in der Aufwärtsbewegung, gerade wenn man sich die Charttechnik anschaut, sehr, sehr stark oder verhältnismäßig sehr, sehr stark zum DAX gewesen. Also, wie wir es schon in den vergangenen Wochen und Monaten hatten, ist der DAX gerade auf der Aufwärtsseite nicht mit so einer Stärke dabei, wie es die US-Indizes vormachen. Wir hatten das ja auch am Anfang des Jahres, der Dow Jones und S&P ständig mit neuen Allzeithochs. Ja. Der DAX das erstmal in dem Verhältnis gar nicht mitgemacht, zwar auch von der Tendenz her aufwärts gewesen, aber wir hatten dann natürlich irgendwann nochmal neue Allzeithochs auch im DAX hier oben. Das war aber nur sehr, sehr kurzfristiger Natur und dann setzte eben diese Abwärtsbewegung ein, die natürlich auch in den US-Märkten dann einsetzte, aber die Stärke prinzipiell vom DAX nicht in diesem Maße umgesetzt. Und das haben wir dann auch in der vergangenen Woche gesehen. Long-Chancen definitiv da gewesen, auch die ein oder andere antizyklische Chance auf der Abwärtsseite. Aber im Allgemeinen hat sich der DAX hier echt so ein bisschen, ja, nicht ganz so schön bewegt, wie man das eben gerne hätte. So die richtigen schönen Trendbewegungen konnte der Markt nicht vollziehen. Gerade im Daytrading, wo man ja primär die Positionen zum Abend geschlossen hat, war das nicht so schön. Und somit muss man jetzt auch in der kommenden Woche so ein bisschen im DAX vorsichtig sein. Ich halte mich definitiv aggressiv zurück. Also ich werde hier nur defensive Herangehensweisen im DAX erstmal handeln. Prinzipiell, dazu mache ich mal mein Zeichenwerkzeug auf. In der vergangenen Woche war schon der Bereich um die Marke 350. Wir haben hier, wir sehen das aus den Tagesanalysen in diesen Bereichen hier, diverse Unterstützungen. Also, ich zeichne das mal relativ grob ein. Alles in dem Bereich über der Marke von 12.400 bzw. 12.350, das ist so grob dieser Bereich hier. Alles darüber würde ich persönlich erstmal nach wie vor auf der Long-Seite sehen. Also, wenn wir hier in den Markt, das wollte ich jetzt nicht, wenn wir in den Markt hier zurückrutschen, ja, Moment, ich muss das hier mal kurz umswitchen und den Zurückfall machen und hier die Pfeile nehmen, so. Also, wenn wir jetzt hier zum Beispiel in dieses Niveau wieder zurückrutschen sollten, immer noch nach wie vor die Möglichkeit, hier den Markt in Richtung Long zu handeln. 12.600 bzw. 12.670, das sind hier so die nächsten Widerstandsbereiche, wo es dann interessant ist, wo es durchaus realistisch ist, dass der Markt hinläuft, da dann auch vielleicht wieder so ein bisschen reagiert. Je nachdem, wo sich hier entsprechend Hochs bilden, dann nach wie vor weiter das Potenzial auch Richtung 800, 850 hat. Viel höher, wenn wir nicht enorm starke aufbauen, und da müssen die US-Märkte definitiv dann
dann auch mitmachen, dann sehe ich erstmal das Potenzial jetzt nicht zwingend viel höher als 12.850, wobei die 13.000er Marke natürlich dann auch interessant ist. Aber ich denke jetzt, für die kommende Woche ist das jetzt nicht so interessant. Die Abwärtsseite, ich habe hier mal so eine Trendlinie eingezeichnet von der Unterseite, die relativ sauber an den entsprechenden Tiefpunkten zu ziehen ist. Ja, ich achte persönlich nicht so sehr auf Trendlinien, aber da es viele, viele Marktteilnehmer machen und diese Trendlinie hier auch auf entsprechend höheren Zeitebenen sauber einzuzeichnen ist, schaue ich schon so ein bisschen immer da drauf, muss allerdings dann auch mit anderen Herangehensweisen, mit anderen Analysepunkten dann einhergehen und das geht es hier. Wir haben den 400-350er Bereich, auch hier sind natürlich noch Reaktionen nach oben denkbar, aber wenn wir nachhaltig unter diesem Bereich wieder rutschen sollten, ja, und dann auch damit natürlich einhergehend hier fast diese Trendlinie auch in diesem Bereich dann zu finden ist, dann ist ein Bruch dieses Bereichs und zusätzlich der Bruch dieser Trendlinie dann eben für die Abwärtsseite wieder interessant. Und hier kann es gegebenenfalls dann auch etwas schneller vonstatten gehen, weil wir hatten in den Vorwochen ja eben immer auf der Abwärtsseite starkes Momentum. Das ist nach wie vor im Markt drin. Ja? Also wenn hier wirklich das Momentum auf der Abwärtsseite wieder etwas stärker wird, dann ist es eben auch bei den Tradern, bei den Händlern, bei den Systemen definitiv eben auf der Uhr, dass dann eben dieser Angstfaktor wieder zurückkommt und sich dann das Momentum etwas stärker wieder vollziehen könnte. Und somit ist hier auf der Abwärtsseite ebenso ein Potenzial. Ich würde es jetzt mal für die kommende Woche in den Bereich 11.900 Pi mal Daumen erstmal festlegen, was ich jetzt für diese erste Analyse so hätte. Ja? Also, dass der Markt hier definitiv Potenzial auf der Abwärtsseite hat. Mit starkem Momentum, das dann jeweils an den Tagesanalysen eben natürlich auch weitere Tiefs denkbar, aber erstmal ist natürlich auch der 12.000er Bereich hier interessant als nächstes Ziel und dann folgend tiefere Unterstützungsniveaus auch definitiv noch als Ziel denkbar. Also diese Herangehensweise hier im DAX, Longseite, Shortseite, erstmal schauen, wo wir auch Montag in den Markt kommen, wo dann entsprechende Eröffnungskurse sind, wo entsprechende Schlusskurse sind und dann, wie gesagt, über dem 350-400er Bereich die Aufwärtsseite und darunter werde ich mir von dem Hauptvorteil eben die Abwärtsseite anschauen. Das heißt ja nicht, dass ich nicht hier oben auch mal Short-Trades mache und hier unten nicht auch mal Long-Trades, aber erstmal der Kernfokus, der Kernvorteil, den ich persönlich sehe für den Markt, der ist im Prinzip entsprechend ausgerichtet, wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe. Kommen wir zum Dow Jones. Moment. Das switchen wir über. Ich habe auch hier mal diese rote Linie eingezeichnet, was eben der Beginn der vergangenen Handelswoche ist. Und wenn man sich hier jetzt den Dow Jones mal anschaut, auch diese Trendlinie, die hier nicht ganz so sauber zu zeichnen ist, aber ich habe sie einfach mal hier mit eingezeichnet, auch gleich im S&P noch, um das eben mal visuell so ein bisschen darzustellen. Die ist natürlich viel, viel steiler, auch hier nur mit zwei Punkten verbunden. Wir hatten gerade im DAX dieses Tief hier unten auch noch mit dieser Trendlinie verbinden können. Was wir aber sehen ist, dass der Dow Jones doch viel, viel stärker eben auf der Aufwärtsseite unterwegs war. Hier diese Hochs, was im DAX jetzt gerade dieser 600 bzw. 670er Bereich war, das war dieses Hoch hier. Das hat ja der DAX erstmal noch gar nicht erreicht. Der DAX im Chart, der dümpelt hier unten noch so rum. Ja? Also der Dow Jones im Kern erstmal viel, viel stärker gewesen, somit eben Long-Ideen im Dow Jones auch viel, viel besser funktioniert und eben direkte Rücksätze an entsprechende Unterstützungsniveaus waren hier wirklich schöne Kaufsignale im Dow Jones. Für die kommende Woche somit erstmal nach wie vor auch hier die Aufwärtsseite interessant, würde auch hier erstmal kernunterstützend, ja, kernunterstützend hier den Bereich 24.800 sehen. Ja. Also selbst wenn wir diese Trendlinie brechen, hier dann dieses erste Unterstützungsniveau, da schauen wir mal, was das ist. Das haben wir in der vergangenen Woche dann auch als Unterstützung für Käufe gehabt. Das ist der Bereich, ja, knapp unter 25.000, 24.950. Ja. Also das erstmal so ein Unterstützungsniveau, wo eben die Aufwärtsseite auch wieder Chancen hat. Somit hier diese Trendlinie, die eingezeichnet ist, erstmal nicht so zu sehen oder nicht so mit einzubeziehen in die Überlegungen wie beim DAX. Also hier durchaus denkbar, wenn wir hier in das Unterstützungsniveau 25.000, 24.950 zurückrutschen, ja, dann ist natürlich auch hier erstmal die Aufwärtsseite weiterhin denkbar und wir haben hier aus der Vergangenheit dann entsprechende Widerstände, wo der Markt dann auf jeden Fall erstmal die Chance hat, hier neue Bewegungshochs auszubauen und dann müssen wir mal gucken, wo hier eventuell
eventuell dann entsprechende Ziele zu finden sind, ziehen wir uns gleich auch nochmal zusammen. Ist jetzt hier in diesem Screenshot zum Zeichnen allerdings gerade nicht möglich. Auch ein Rutsch, ein weiterer Rutsch hier in dieses Hauptunterstützungsniveau um die Marke 24.800. Ebenfalls Kerntrendvorteil weiterhin auf der Long-Seite. Also auch hier dann noch Käufe denkbar. Alles, was da drunter ist, alles, was unter dem 24.800er Bereich ist, wird für mich persönlich dann erstmal wieder aus charttechnischer Sicht für die Aufwärtsseite etwas uninteressanter. Auch hier dann vorsichtig erstmal, nicht sofort aggressiv, wir sind da drunter, auf die Short-Seite springen. Das mache ich persönlich sowieso nicht. Also aggressive Herangehensweisen sind für mich persönlich immer etwas, was erst eben eintritt, wenn ich das Bild für mich persönlich etwas eindeutiger sehe. Also sofort hier der Bruch nach unten, nicht zwingend sofort aggressiv auf der Abwärtsseite, aber prinzipiell sehe ich schon die Chance hier, dass der Markt dann etwas stärker fallen könnte und hier eben entsprechende nächste Unterstützungsniveaus auch anlaufen kann. Ja, somit handle ich hier über dem 24.800er Bereich eben höchstwahrscheinlich etwas mehr auf der Long-Seite und eben alles darunter schaue ich mir die Abwärtsseite an. Und wenn wir hier wirklich, und das ist nach wie vor, und das werde ich sicherlich, je nachdem wie sich natürlich die kommenden Wochen hier entwickeln, aber ich denke, dass ich selbst in der nächsten Woche, übernächsten Woche immer noch diese in Anführungsstrichen Gefahr, eigentlich ist es ja keine Gefahr, sondern eine Chance, dass man eben hier nochmal Druck auf der Abwärtsseite aufbaut und hier auch auf dem Weg nach unten etwas längerfristig, jetzt vielleicht nicht zwingend sofort für die nächste Woche davon ausgehen, aber dass hier diese Tiefs dann auch nochmal angegriffen werden können. Wenn dies passiert, dann könnte sich ähnlich wie der Analyse im DAX hier natürlich das Momentum auf der Abwärtsseite auch wieder etwas beschleunigen und wenn wir uns die vergangenen Phasen hier anschauen, ja, wie der Markt dann hier nach unten gekommen ist, dann wissen wir, mit was für Bewegungen wir hier gegebenenfalls rechnen könnten, sollte hier die Abwärtsseite wieder eintreten, weil dann ist es definitiv auch so, oder nicht definitiv, aber sehr wahrscheinlich, dass dann auch die Volatilität entsprechend wieder ansteigt und eben die Bewegungen etwas schneller vonstatten gehen als die vergangene Woche auf der Aufwärtsseite. Im DAX, wie gesagt, war das ja hier noch unvolatiler und noch flacher aufwärts laufend als hier im Dow Jones. Also das eben zur Analyse, zur groben Analyse des Big Picture hier im Dow Jones. Ich will mit euch nochmal ganz kurz, dazu machen wir die Pfeile erstmal wieder raus, ziehen uns den Markt hier nochmal etwas zusammen und Moment, schieben den nochmal ein Stück zusammen. Ja, um hier nochmal die Chance nach oben so ein bisschen zu sehen. Ich habe hier oben auf der Aufwärtsseite eben noch ein bisschen wenig Linien drin liegen. Also dieses Tief hier, achtet mal jetzt nicht auf die magentafarbene Linie, normalerweise müsste sie blau sein. Also der Bereich 25.700. Wenn wir hier dieses Hoch, dieser Bereich wird nochmal interessant. Der Bereich, das ist dann hier die Marke 25.500. Ja, das ist nochmal so ein Widerstand. Das ist dieses Hoch hier, bevor wir denn den richtig starken Rutsch nach unten hatten. Also der Bereich 25.500 erstmal als Ziel interessant. Gucken, wie reagiert der Markt hier. Prallt er da ab, geht vielleicht erstmal wieder nach unten. Denkbar dann auch für eine antizyklische Short-Überlegung, je nach Situation. Und dann als nächster Bereich der 25.700er Bereich hier auf dem 4-Stunden-Chart im Dow Jones. Also das sind so nochmal Bereiche, wo wir schon realistisch ranlaufen können. Und wenn wir an das Tief heranlaufen, dann ist eben auch eine etwas stärkere Gegenbewegung eben denkbar. Aber das dann natürlich auch in den täglichen Analysen hier primär für den Dow Jones dann die US-Opening Bell meistens so um 15.40 Uhr dann täglich hier auf dem Livestream-Kanal auf YouTube und dann auch auf der Plattform von Guidance hier von JFT Brokers, die ich da dann täglich halte. Gehen wir auf den S&P. Da sieht das Bild ähnlich aus wie im Dow Jones. Die Analyse, wer sich jetzt hier den S&P erstmal direkt hingeklickt hat, der sollte sich vielleicht die Dow Jones Analyse auch dann vorher nochmal anhören, weil prinzipiell ist natürlich der S&P ein US-Indiz, der Dow Jones ein US-Indiz und beide laufen schon von der Tendenz her ähnlich und wenn man jetzt hier hin und her switchen würde, dann würde sich im Prinzip erstmal von der groben Ansicht das Bild etwas ähnlich sein. Wobei dieses Hoch, was wir hier gerade im Dow Jones noch vor anderthalb Minuten markiert haben und dieses Tief hier, das sind eben, die sind relativ nah beieinander und die sind auch nicht mehr ganz so weit weg hier für den S&P. Somit natürlich trotzdem für den S&P nach wie vor die Long-Seite. Nach wie vor die Long-Seite, ich zeichne das hier auch nochmal ein. Für den S&P interessant. Moment, nehmen wir hier wieder dunkelgrün für die Aufwärtsseite. Also selbst Rückläufer jetzt hier, vergesst hier oder
achtet mal auch nicht so stark auf diese Trendlinie, die habe ich hier natürlich auch nochmal eingezeichnet, aber zum einen, weil die so sehr steil ist und weil sie eben auch nur zwei Punkte hat und nicht so sauber zu zeichnen ist wie im DAX, ist die jetzt für mich nicht so wichtig. Ich habe sie nur, um es visuell mal darzustellen, in den drei Märkten hier mal mit eingezeichnet. Aber hier definitiv denkbar, wenn der Bereich in den Bereich, wenn der Markt in den Bereich 26.085 bzw. vorher dann auch noch die 90 zurückrutscht, auch da ist das charttechnische Bild für die Aufwärtsseite nach wie vor aktiv und nach wie vor denkbar, dass wir hier die Aufwärtsseite weiter vollziehen in den Bereich dieser Hochs, in den Bereich hier dieser Tiefs. Ja. Das ist so der Großbereich knapp über den Vorwochen-Hochs. Da ist nicht mehr so viel Luft. Im Dow Jones ist da nach oben noch ein bisschen mehr Puffer. Ja, also hier schon durchaus denkbar. Dann vielleicht wieder Reaktion in irgendeiner Art und Weise nach unten, um dann hier gegebenenfalls je nach Stärke des Marktes immer wieder täglich dann begutachten und schauen, was hat der Markt gemacht. Definitiv darüber, über diesem Unterstützungsniveau 26,85 hier weiterhin für mich persönlich der Vorteil auf der Long-Seite zu sehen. Auch hier allerdings, wenn der Markt, wenn die Märkte, nicht der Markt, wenn die Märkte, ich blicke ja trotzdem auch immer auf den Dow Jones, wenn ich den S&P handle, wenn ich den Dow Jones handle, dann auch immer so ein bisschen auf den S&P und natürlich, wenn ich den DAX handle, immer so ein bisschen auf den Dow Jones und so weiter. Also, wenn die Märkte eben Schwäche zeigen, hier speziell der S&P unter den 26,85er Bereich geht, dann ist es hier denkbar, dass wir auch hier in Abwärtsbewegung etwas stärker vollziehen, beziehungsweise ich dann hier eben auch anfange, vorsichtig dann mal die Abwärtsseite zu handeln, mit dem Blick, dass eventuell dann hier der ein oder andere Handelstag auch mal mit ein bisschen Momentum auf der Abwärtsseite sich vollzieht. Hier dann eben auf jeden Fall diese Aufwärtsbewegung, die wir in der vergangenen Woche haben, dieser Trend aufwärts, abwärts, aufwärts, hier mal kurz überpaced mit dem Konsumerpreisindex am Mittwoch, dann aber prinzipiell tendenziell steigende Hochs, steigende Tiefs. Wenn wir das jetzt hier, dieses letzte markante Tief, diese Aufwärtsbewegung brechen, dann eben die ersten Alarmglocken, aber trotzdem noch vorsichtig eben nach wie vor die Long-Seite. Aber wenn wir hier nachhaltig runterrutschen, dann ist die Abwärtsseite auch im S&P erstmal wieder interessant und ich gucke, wo hier die entsprechenden nächsten Unterstützungen sind. Und da kommt kernmäßig dann definitiv die 25.070er bzw. 25, nicht 25.000, sondern 2.575er bis 2.570er Bereich, der hier auf der Abwärtsseite definitiv dann auch denkbar ist. Und wenn man sich auch hier im S&P die Abwärtsbewegung anschaut, der vorletzten Woche, ja, dann wissen wir, dass hier die Abwärtsseite auch im S&P aktuell etwas stärker vonstatten gehen kann. Prinzipiell ist die ATR auch in den anderen Märkten aktuell wieder am Fallen. Also wir kommen in den Normalbereich rein, aber wie gesagt, die Abwärtsseite auch hier gegebenenfalls unter 26,85 dann wieder so ein bisschen mehr im Fokus. Sollten wir dann hier runterrutschen und wieder hochgehen, dann wird natürlich dann die Aufwärtsseite auch wieder interessant. Man muss dann nur aufpassen, dass man das nicht, Moment, ich nehme mal hier das Blaue nochmal, wenn wir dann hier runterlaufen, aber eben doch wieder Stärke finden, wieder in den Bereich reinrutschen, gucken, wie er sich hier verhält, aber dann hier wieder drüber gehen, dann wird natürlich dann auch wieder die Aufwärtsseite interessant. Wobei ich hier immer sehr, sehr vorsichtig bin, wenn der Markt eben ein bisschen wirr wieder meiner Analyse sich verhält, dann bin ich definitiv erstmal dann auch wieder ein bisschen vorsichtiger, defensiver und gucke erstmal lieber, was der Markt macht, switche gegebenenfalls auf andere Märkte, wenn das charttechnische Bild, so wie ich es mir zurechtlege, eben nicht so funktioniert, mache gegebenenfalls falls noch mal eine neue Analyse, gucke mir das Bild dann an, vielleicht wenn Montag, Dienstag eben dann schon vorbei ist, ändere das vielleicht noch mal so ein bisschen ab und mache mir noch mal ein neues Bild. Aber wie gesagt, natürlich denkbar, dass wir hier einfach nur mal ein, zwei Tage abwärts pushen und dann erneut die Aufwärtsseite in Angriff nehmen. Somit ist dann wieder über diesem grauen Bereich, über der 26,85, dann natürlich erneut die Aufwärtsseite interessant. Ja, das hier zur groben Analyse im S&P. Gehen wir auf den Euro-US-Dollar. Und der Euro-US-Dollar, der hat natürlich hier auch in der vergangenen Woche enorme Stärke gezeigt. Wir hatten hier auch wieder die rote Linie. Das ist der Start dieser Handelswoche, sind hier sehr, sehr stark nach oben gepusht. Und ich hatte prinzipiell das nicht auf dem Schirm, dass wir wirklich hier diese Stärke finden und in diesem
Eiltempo hier an diese Hochs ranlaufen. Prinzipiell war es ein Ziel, hatte für mich persönlich aber erstmal am vergangenen Wochenende noch nicht für die Woche wirklich auf dem Schirm, dass der Markt diese enorme Stärke zeigt. Nichtsdestotrotz waren wir von der Analyse unter diesem grauen Bereich, beziehungsweise die Mitte dieses Bereichs ist hier der 23,20er Bereich. Das war der Bereich, wo ich gesagt habe, passt mal auf, wenn wir hier drunter bleiben, dann ist die Abwärtsseite definitiv weiterhin interessant und man kann hier wirklich schauen, dass man die Abwärtsseite handelt. Sollten wir allerdings über diesen Bereich kommen, dann wird zunehmend die Aufwärtsseite interessant. Wir hatten zwar hier diverse Widerstände, wo ich im Euro-US-Dollar gesagt habe, seid erstmal vorsichtig, wenn man die Aufwärtsseite hier handelt, dass eben der Markt auch gegebenenfalls an den entsprechenden Widerständen hier nochmal Schwäche finden kann. Das hatte er dann auch hier mit dem Konsumerpreisindex nochmal kurzzeitig auf der Abwärtsseite etwas überpäst, ja, um dann aber weiterführend hier sauber die Aufwärtsseite anzunehmen. Und man hatte hier diverse Chancen, dann natürlich auch kerndenkend über dem vorherigen Widerstand, jetzt Unterstützung 23,20, dann primär die Aufwärtsseite mehr im Fokus. Mit dem Erreichen dieser Hochs hier dann doch nochmal der stärkere Abverkauf und ein Rücklauf hier in dem Unterstützungsniveau um die 24.060 war es, Pi mal Daumen, hat sich erstmal nur als kleine, das war sogar tiefer, wo ich hier gekauft habe, wo hier diese kleinen Striche sind, hat sich zu einem Trade entwickelt, der eben plus minus null ausgegangen ist, weil ich dann prinzipiell durch diese Aufwärtsbewegung gesagt habe, hier in diesem Unterstützungsniveau ist es denkbar, dass wir wieder anziehen. Das hat dann nicht so funktioniert und der Markt hat dann zum Hoch dann doch wieder mit ein bisschen Schwäche geschlossen. Was heißt das jetzt für die kommende Handelswoche? Dafür schiebe ich den Euro-US-Dollar mal ein Stück weiter zusammen, will hier nochmal das ganz große Bild im Wochenchart zeigen. Wir haben auch auf Monatsbasis hier in diesem Bereich oder beziehungsweise auch auf Wochenbasis haben wir eben einen sehr, sehr wichtigen Widerstand. Das ist so die 25.060er Marke, 1,26er Marke. Moment, zeige ich euch mal hier, ja, diese, hier guckt mal rechts, die 1,25 bzw. 1,26. Das ist so ein Widerstand, der sehr, sehr stark ist aus der Vergangenheit. Zusätzlich haben wir hier auf sehr, sehr hoher Zeitebene eine Trendlinie, die von oben kommt. Und wir sehen ja auch, dass der Markt hier wirklich in diesem Bereich, wenn wir dann wieder runtergehen auf den Tageschart, dass wir hier in diesem Bereich, der da eben jetzt knapp darunter ist, wirklich eben es schwer haben aktuell, nachhaltig neue Hochs auszubauen. Und somit ist das auch für die kommende Woche hier eben für die Analyse zu berücksichtigen, dass der Markt eben wirklich nach oben sehr, sehr viel Kraft braucht, um dort durchzugehen. Wenn er denn da durchgeht, dann, gucken wir nochmal auf den Wochenchart, dann haben wir hier wirklich schöne Kraft, auch auf übergeordneten Zeitebenen eben nach oben durchzubrechen. Aber wir wollen ja für die kommende Woche denken, es ist definitiv schwierig hier durchzukommen. Nichtsdestotrotz sind wir nach wie vor, oder wäre meine Analyse nach wie vor, dass der Markt sich hier etwas unter dem Schlusskursniveau, also im Bereich 1,23 knapp darunter, beziehungsweise 1,24, solange wir uns über der 1,24 aufhalten und wir bleiben mal auf dem Bild, das zeichne ich mal kurz mit ein. Ja, also das ist ja hier diese blaue Linie beziehungsweise auch diese rote Linie, die wir denn in den jeweiligen Tagesanalysen eingezeichnet haben. Also alles über dem Bereich hier grob, das ist so grob der 1,24er Bereich. Alles darüber ist nach wie vor denkbar, dass wir erneute Kraft finden und der Markt entsprechend hier an nächste Widerstände wieder ranläuft. Ja. Auch denkbar, dass wir hier die Hochs von der vergangenen Woche dann erreichen und natürlich, dass wir neue Bewegungshochs ausbauen. Ja, das sehe ich schon als realistisch für in der kommenden Woche. Mit Blick darauf, dass diese Trendlinie da oben kommt, dass der Widerstandsbereich ist, also ich würde hier gegebenenfalls mein Trade-Management etwas anpassen, etwas darauf schauen, dass ich hier nicht eben den Trade zu lange laufen lasse, sondern dann lieber vielleicht doch mal im Euro-US-Dollar mit einer Gewinnmitnahme arbeite. Sollten wir allerdings wieder unter den Bereich hier 1,24 rutschen, dann etwas vorsichtig für die Aufwärtsseite, weil dann ist es denkbar, dass hier eben oben wirklich nur die Hochs nochmal rausgeholt worden sind und dass hier entsprechend auch die Abwärtsseite wieder etwas interessant wird. Und sollten wir hier unter den 1,22er Bereich rutschen, dann ist im Euro-US-Dollar etwas größer Luft bis in den 1,2050er Bereich rein. Ja? Also unter 1,24 schon mal vorsichtig so ein bisschen auf der Abwärtsseite schauen, entsprechend an Unterstützungen auch die Chance, dass der Markt immer mal wieder so ein bisschen ansteigt.
Ja, aber eben der Vorteil erstmal für mich persönlich wieder leicht auf der Abwärtsseite hier schon immer natürlich denkbar, dass wir auch die Long-Seite immer mal wieder versuchen könnten. Ja, je nachdem, wie sich der Markt da entwickelt. Aber prinzipiell, wie gesagt, ist es auch nicht verkehrt, dann nach entsprechenden Erholungsphasen dann an Widerstände ran, entsprechend dann auch immer wieder die Abwärtsseite zu versuchen, was ich erstmal in diesem Bereich dann favorisieren würde. Ja, wie gesagt, vielleicht für die kommende Woche nicht gleich als Ziel, aber der Bereich 1,2050, der ist hier unten dann schon interessant. Ja, prinzipiell im Verhältnis zum britischen Pfund hatte ich ja immer auch schon in der vergangenen Wochenendanalyse gesagt, etwas schauen darauf, dass man vielleicht lieber den britischen Pfund handelt statt den Euro. Weil da einfach die Bewegungen etwas sauberer sind und auch dieses Kuddelwuddel, was hier stattfindet, nicht ganz so ein Durcheinander ist, wie es hier im Euro-US-Dollar ist. Ja, also von daher lieber vielleicht ein bisschen vorsichtig im Euro-US-Dollar und dann kommen wir auch schon zum britischen Pfund. Schauen wir uns das britische Pfund an. Wir hatten auch im britischen Pfund erstmal die Abwärtsseite auf dem Schirm. Hier war erstmal allerdings das Bild ein etwas anderes. Wir hatten hier diesen grauen Bereich, das ist die Marke um ungefähr 1,40. Ja, das ist der Bereich hier, 1,3980 bis 1,40 hoch. Das war erstmal primär für die Abwärtsseite. Alles darunter war für die Abwärtsseite interessant. In den Tagesanalysen hatte ich dann eben zwischendurch mal gezeigt, hier, wenn wir hier drunter brechen, dann eben gegebenenfalls Short-Ideen möglich, an den entsprechenden Widerständen Short-Ideen möglich. Dann baute aber der Markt hier etwas stärker auf nach dem Konsumerpreisindex am Mittwoch und wir zogen dann auch über diesen Bereich hinweg. Long-Ideen wurden denkbar und sind dann auch zum Freitag hier wieder etwas stärker zurückgekommen. Somit auch hier im britischen Pfund die Aufwärtsseite oberhalb des 1,40er Bereiches. Nach wie vor für mich persönlich erstmal mit dem Long-Vorteil verbunden. Wir haben aus längerfristiger Sicht von hier unten kommend und auch wenn man das Bild jetzt ein Stück zusammenziehen würde, haben wir ja hier eine wirklich schöne, saubere Aufwärtsbewegung. Das könnte nach wie vor eine Konsolidierung gewesen sein, um jetzt hier die Stärke nach oben wieder aufzunehmen. Somit alles unter diesem 1,40er Bereich, den ich hier schematisch jetzt mal einzeichne. Alles darüber dann auch für die Long-Seite denkbar und jeder, der sich jetzt die britische Pfundanalyse anhört, sollte sich vorab auch die Euro-US-Dollar-Analyse anhören oder sich mal anschauen, weil da eben auch noch diverse Punkte eben wichtig sind zu beachten und dann, dass hier eben entsprechende Reaktionen auf der Long-Seite ebenso im britischen Pfund denkbar sind und hier die Chance zu diesen Hochs im Euro-US-Dollar, wo wir da schon längst dran waren, ja, ist hier natürlich im britischen Pfund dann etwas größer und wir haben hier dann schönes Potenzial an die entsprechenden Hochpunkte ranzukommen. Laufen. Ja, also hier im britischen Pfund alles über 1,40 noch mit schönem Potenzial auf der Long-Seite, ohne dass da erstmal auf übergeordneter Zeitebene so gravierende Widerstände kommen, wie es im Euro-US-Dollar gezeigt habe. Sollten wir allerdings auch hier dann diesen 1,40er Bereich nicht halten können und hier nachhaltig runterrutschen, dann sind hier ebenso wieder Short-Ideen möglich, die ich mir dann zurechtbaue und gucke, dass hier der Markt definitiv die Chance hat, in den 1,3850er Bereich zu rutschen, beziehungsweise hier es dann auch denkbar ist, dass wir neue Bewegungshochs ausbauen, wobei ich erstmal für die kommende Woche nicht zwingend davon ausgehe, sondern das Erreichen des 1,38er Bereiches, 1,3750, so erstmal für den Anfang so als Maximalziel habe. Sollte hier wirklich starke Schwäche aufkommen, dann müsste man auch hier eben nochmal schauen, was ist jetzt denkbar. Also wenn wir wirklich vielleicht Montag erstmal noch ein bisschen seitwärts laufen, eben die Stärke nicht zeigen können, vielleicht Dienstag oder Mittwoch dann unter die 1,40 rutschen und dann hier vielleicht der Donnerstag ja wirklich stark nach unten läuft. Erstmal nur so als grobe Idee, das weiß man natürlich vorher nicht. Aber dann würde ich natürlich gucken, okay, ist hier dann vielleicht noch folgend es möglich, dass wir eben auch noch weitere Schwäche vielleicht für den Freitag dann sehen oder sowas, ja. Aber vorab erstmal ganz grob. Alles über 1,40, die Long-Seite, alles darunter, die Abwärtsseite, entsprechend dann an Widerständen verkaufen, beziehungsweise auf der Long-Seite primär an Unterstützungen kaufen. Das ist jetzt hier für den britischen Pfund erstmal grob meine Herangehensweise, die ich mir für die kommende Woche dann zurechtlege. Gehen wir aufs Gold. Gold ebenso. Ebenso sehr, sehr stark auf der Long-Seite unterwegs gewesen. Wir hatten in der Wochenendanalyse, in der Trading-Wochenanalyse der vergangenen Woche zwei Marken wichtig im Hintergrund oder im Hinterkopf. Zum einen 13,20 als Widerstand, zum anderen 13,35. Die 13,35 noch viel, viel wichtiger, weil ich
ich hatte dann gesagt, okay, alles unter 13,20, klar, erstmal weiterhin auf der Abwärtsseite. Sollten wir über 13,20 kommen, nach wie vor trotzdem die Abwärtsseite interessant, aber schon mit so ein bisschen Vorsicht, sollten wir dann über den 13,35er Bereich kommen, dann erstmal wieder die Aufwärtsseite interessant. Ja. Wir haben hier in dem 13,35er wirklich merklich reagiert. Wir hatten mit dem Konsumerpreisindex hier wirklich einen richtig schönen Schwung nach unten. Also selbst diese Trading-Idee hier, den Markt zu verkaufen, wäre definitiv nicht minus mit dem richtigen Trade-Management ausgegangen. Auch an anderen kleineren Widerstandsniveaus war hier teilweise die Abwärtsseite noch interessant. Sieht man jetzt auf dem 4-Stunden-Chart nicht so, aber im Daytrading waren hier noch diverse Chancen. Aber nachhaltig ist halt einfach das Gold hier nicht nach unten gekommen, sondern nach oben gelaufen. So, und dann kam der Bruch hier etwas stärker und man hatte hier noch diverse kleinere Chancen, dann auch die Aufwärtsseite zu handeln. Aber auch zum Freitag hier dann das erste Unterstützungsniveau relativ zügig gebrochen. Kleine Erholung, aber dann in das nächste Unterstützungsniveau hier gelaufen, was wir dann in den kleineren Einzelanalysen hier festgelegt hatten. Wir sind jetzt damit mit diesem Rücklauf am Freitag auch in einem wichtigen Bereich, den ich für die kommende Woche erstmal als nicht so unwichtig ersehe, weil wir sehen hier in der Vergangenheit, da hatten wir auch diesen Bereich dann schon mal als wichtig gesehen. Also alles, was unter der Zeichner ist nochmal hier mit dem Kreuz ein, unter dem Bereich 13,45, beziehungsweise würde ich hier sogar noch in den Bereich 13,43 gehen. Alles darüber, über diesen Bereich, und da zeichnen wir uns wieder grob die Pfeile ein. Alles, was darüber ist, nach wie vor. Vielleicht hier nochmal ein kleines Absacken nach unten denkbar und auch nicht schlimm, dass dann die Aufwärtsseite interessant ist. Entsprechend, auch wenn wir vielleicht relativ zügig nach oben laufen, hier dann eben den Durchbruch finden, Rückläufer, die dann immer denkbare Kaufsignale sind und dann hier eben die Chance, definitiv neue Bewegungshochs, also von dieser letzten Bewegung auf jeden Fall hier auszubauen, beziehungsweise dann hier in den Bereich von Ende Januar ranzulaufen. Das ist der Bereich hier oben, wo wir dann eine Chance haben, und dann müsste man auch hier nochmal gucken, da kommt dann aus, ich glaube, was, August oder sowas, dann eben nochmal im Hoch im 13,80er Bereich, was dann auch denkbar ist, eben als nächste Ziele, und das sind jetzt aus dem aktuellen Kursbereich ja auch in Anführungsstrichen nur noch 30 Dollar, und wenn wir hier die Volatilität beibehalten, die wir auch in der vergangenen Woche gesehen haben, dann sind diese 30 Dollar auf der Aufwärtsseite, die in den 13,18er Bereich da jetzt fehlen, definitiv denkbar. Erstmal allerdings würde ich für die ersten Tage das annehmen, was ich hier eingezeichnet habe, vielleicht der 13,65er Bereich denkbar auf der Aufwärtsseite. Allerdings auch hier der Rutsch unter die 13,43, 13,43 jetzt mal so als Kernpunkt, dann auch wieder ein bisschen vorsichtig. Es kommt hier dieser starke, wichtige Bereich 13,35. Hier wird es wichtig, ich würde jetzt erstmal unter der 43er Marke vielleicht erstmal nicht kaufen, allerdings hier unten im 13,35er Bereich auch definitiv nochmal, je nach Situation, würde ich vielleicht nicht aggressiv kaufen, aber gucken, wie der Markt reagiert, dass er zum Beispiel, zeichne ich mal ein, hier so eine kleine Reaktion erstmal zeigt, ja, und mir dann entsprechend ein Triggersignal gibt, um dann hier auch da unten nochmal über den Kauf nachzudenken, allerdings wirklich dann erst in diesem 13,35er Bereich, und dann ist hier natürlich dann auch eben ein Ansteigen denkbar, aber das ist schon, da muss man jetzt schon so ein bisschen gucken, ein bisschen vorsichtig sein, unter 13,43 bis 35 erstmal, vielleicht sogar die Abwärtsseite in den 35er Bereich. Alles unter 35 ist dann schon wieder abwärts tendierend. Ja, dann war das hier alles nur, ich sage es mal auf gut Deutsch, eine Verarsche des Marktes. Der hat dann hier nochmal diverse Leute, die da eben drin sind in den Märkten, eben rausgeholt, die dann hier schon short positioniert waren, und läuft dann wieder hier nach unten, und dann ist es auch relativ zügig denkbar. Ähnlich wie in den Indizes, ähnlich wie in den Währungen, und die, prinzipiell laufen die Märkte halt alle gleich oder ähnlich, ja, wir sehen ja, dass eben die Währungen sind, also die wir anschauen hier, Euro, US-Dollar, britischer Pfund aufwärts, die Indizes sind dann wieder aufwärts, der eine mehr, der andere weniger, Gold ist wieder aufwärts, ja, und somit ist natürlich hier, wenn die Indizes runterkommen, die Währungen da wieder runterkommen, natürlich auch hier die Abwärtsseite denkbar, und auch hier kann das dann teilweise mit etwas stärkeren Bewegungen vonstatten gehen, somit alles unter 13,35 natürlich dann abwärts tendieren, Ziel hier der 20er Bereich erstmal.
mal wieder. Der war ja in der vergangenen Woche auch wichtig. Und natürlich, wenn wir da auch drunter gehen, weiterhin die Abwärtsseite. Je nachdem, wo wir uns dann hier einpendeln, wenn wir da dann mal 2 Tage irgendwo vielleicht auch seitwärts laufen, dann kann man natürlich dann eben auch die Niveaus zum Kaufen schon wieder so ein bisschen anpassen. Dann vielleicht auch wieder in Richtung 13,35. Aber primär erstmal vom Trendvorteil habe ich jetzt hier die Herangehensweise erwähnt und gezeigt. Schauen wir abschließend zum Ende noch auf die Öle. Ich will das hier immer mal so ein bisschen zusammenfassen. Brent und WTI, weil natürlich die Öle auch tendenziell gleich laufen. Wir haben hier natürlich auch, wie in den anderen Märkten, den Abverkauf gehabt, relativ stark. Nicht ganz so stark, dann eben der vorletzte Montag, sondern hier eben die Öle aber von der Kerntendenz eben gleich, haben uns dann auch in der vergangenen Woche zwar erstmal am Anfang der Woche nochmal abwärts tendierend verhalten, sind hier im Brent auf die Tiefs nochmal gelaufen, um dann hier die Stärke zu zeigen. Und wir hatten in den vorherigen Analysen gezeigt, dass hier, wenn man sich von der Abwärtsbewegung, von der letzten Kernabwärtsbewegung mal so ein Fibonacci reinlegt, dass hier dieser 38,2er Fibonacci-Bereich definitiv ein sehr, sehr guter Bereich ist, um den Markt zu verkaufen. Da reagierte auch das Öl schön stark, also da definitiv ein guter Trade auf der Abwärtsseite möglich gewesen. Allerdings dann eben nicht die Tiefs nochmal erreicht, sondern wieder Stärke gezeigt, was jetzt für mich eben für die kommende Woche auch, werde ich gleich erwähnen, andere Rückschlüsse als in der Vorwoche zieht. Auch hier im WTI ähnliches Szenario, letzte Abwärtsbewegung in den 38er Bereich, hier nochmal Retrace, sogar leicht drüber. Auch hier erstmal kurze Abwärtsbewegung und jetzt wieder die Stärke. Ich bleibe mal hier beim WTI und zeige jetzt mal hier oder zeichne mal hier fürs WTI das so ein bisschen richtungsentscheidend ein. Sollten wir hier die Stärke beibehalten und wirklich über den 62er Bereich gehen, sogar noch knapp drunter, ja, das ist so grob dieser Bereich hier. Wenn wir jetzt hier drüber laufen, dann ist es natürlich denkbar, dass das Öl auch hier zur Stärke zurückfindet. Das ist jetzt eine ähnliche Analyse, nur dass wir aktuell ja noch unter diesem Bereich sind. Nicht wie in den Indizes und wie teilweise im Gold und in den Euro und im britischen Pfund, wo wir ja jetzt schon aktuell über wichtigen Marken sind. Wir sind im Öl aktuell noch unter dieser wichtigen Marke. Somit hier sollten wir drüber laufen über den Bereich, dann ist hier auch weiterhin Stärke denkbar an nächste Widerstandsbereiche. Da kommt dann hier der 63er Bereich, dann der 63,50er Bereich, wo der Markt natürlich dann erstmal hinlaufen kann, entsprechend auch reagieren kann und dann hier natürlich auch weitere Bewegungshochs denkbar. Sollten wir uns allerdings hier unter dem 62er Bereich eben aufhalten, weiter, dann im Brent hier nach wie vor die Abwärtsseite interessant an entsprechende Unterstützungen ran. Sollten wir hier den 60er Bereich nachhaltig nach unten durchschreiten, dann ist es hier denkbar, dass wir ein bisschen mehr Bums aufbauen auf der Abwärtsseite und hier erstmal als Ziel an diese Tiefs ranlaufen. Mehr würde ich jetzt hier dem Brent erstmal nicht geben, na, weil hier kommen wirklich zahlreiche Unterstützungen aus dem November, Oktober, November, Dezember des vergangenen Jahres. Also hier kommt wirklich sehr, sehr viel Reaktionspotenzial im Brent. Schauen wir das gleiche Bild und jetzt mal versucht euch das hier mal vor Augen zu halten und wir switchen mal auf das WTI über. Der Quatsch, wir waren die ganze Zeit im WTI. Jetzt gehen wir wieder aufs Brent, Entschuldigung. Aber gucken wir uns das hier mal auf langer Zeitebene an. Und da sehen wir, wenn wir hier diese Tiefs durchschreiten, wo hier wirklich in der Vergangenheit im WTI jetzt diverse Unterstützungen kommen, da sehen wir hier so einen doppelten Boden im Brent. Und wenn wir hier drunter laufen, unter diesem Bereich, ähnliche Analyse erstmal hier im Brent. Moment, das zeichne ich nochmal ein. Hier haben wir auch einen Bereich, der wichtig ist. Wenn wir hier drüber laufen, über den 65er Bereich, knapp darüber ist das hier, dann hier erstmal nach wie vor, wie wir es eben auch im WTI eingezeichnet haben, Aufwärtsseite an entsprechende Widerstände denkbar, Reaktionen und auch hier weitere Hochs definitiv denkbar. Also Vorteil erstmal grob, Longseite alles über 65 bzw. 65,30. Darunter auch hier die Abwärtsseite interessant. Und hier wird es halt interessant, sollten wir wirklich sehr, sehr viel Bums auf der Abwärtsseite aufbauen, ja, und hier dann auch diese neuen Bewegungstiefs ausbauen können, dann ist hier unter diesem 61er Niveau
Ja, da ist sehr, sehr viel Platz nach unten. Also hier kann sich, das muss nicht zwingend in der kommenden Woche kommen, ja. Aber auch für die nächsten Wochen wirklich sollten wir hier erneut Schwäche aufbauen. Dann ist hier so ein etwas stärkerer Rutsch in den Bereich 58 beziehungsweise knapp darüber dann relativ zügig denkbar. Und das ist so ein bisschen eben wieder, oder das ist im WTI so ein bisschen anders, weil da kommen in diesem Bereich hier noch zahlreiche Unterstützungen, wo sich hier eben das Brent im Verhältnis zum WTI etwas stärker nach unten verhalten kann. Bleiben wir jetzt grob, um es eben abzuschließen, unter 65,30, dann ist hier nach wie vor erstmal der Vorteil für mich persönlich auf der Abwärtsseite zu suchen. Ich würde hier den einen oder anderen Abwärtstrade versuchen. Sollten wir eben über den Bereich kommen, dann ist der Trendvorteil für mich höchstwahrscheinlich erstmal wieder auf der Long-Seite zu suchen, was bedeutet, dass ich eben prozyklisch, dann eben teilweise auch etwas aggressiver, dann wieder die Long-Seite handle. Wie gesagt, das bedeutet nicht diese groben Analysen, dass ich hier drunter nicht auch mal kaufe, allerdings dann mit anderen Setups, ja, dass ich dann eben wirklich unterscheide, defensiv und aggressiv kaufen bzw. verkaufen und eben dann auch meine Positionsgröße entsprechend anpasse. Teilweise arbeite ich dann eben schon mit Take Profits, wenn ich eben antizyklisch arbeite, prozyklisch arbeite ich etwas weniger mit Take Profits und so weiter. Also ich passe dann natürlich meine Herangehensweise an, wenn ich in dem Bereich, wo ich sage, hier ist wahrscheinlich der Vorteil auf der Abwärtsseite zu sehen. Trotzdem kann ich ja antizyklisch mal kaufen, aber ich handle dann eben etwas anders und passe meine Setups etwas anders an, als würde ich hier im Prinzip verkaufen in diesem Bereich, den ich für mich festlege. In diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Trading-Wochenanalyse für die KW8, also 19.02. bis 23.02. Ich wünsche euch allen Good Trades. Passt auf die Stops auf, passt auf die Positionsgrößen auf. Wir hören uns natürlich jeden Morgen dann früh zum DAX Long oder Short. Wir hören uns zum Nachmittag dann zu US Opening Bell und da werden wir diese groben Analysen dann natürlich immer so auch auf die Tage dann anpassen und eben grob schauen, wo ist hier eventuell die Aufwärtsseite und wo ist die Abwärtsseite interessant. Ich wünsche euch Good Trades. Bis dahin, euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.